Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Marvel Strikes Force. Genau wie gestern, ich werde starten. Ja, Vollbild da machen. Ich habe gestern auch nicht mehr weitergespielt gehabt. Deswegen gucken, was da kommt. Ich habe eine andere Vermutung, warum er meinen alten Account nicht gefunden hat, weil ich spiele jetzt alles über mein Red Dog Gamble Account, also auch Game Store, Google Play und so, aber ich ja jetzt alles, ich glaube davor hatte ich von meiner Frau versehentlich das den Play Store gehabt. Ja, deswegen. Oh, yeah. That's cool. Naja, ist ja egal. Ja, was mache ich jetzt noch hier? Erfolge habe ich ein. Hier habe ich das. Öffnen. Nehmen. Und öffnen. Nehmen. Events sind immer noch die zwei. Tägliche, oh, es sind mehr tägliche geworden. Dann werde ich jetzt das probieren, das alles hier fertig zu machen. Also Heldenkampagnen-Schritte 3, Spiel 3, Heldenversion, Mission, Versammlung, Mission. Anklicken auf los, da bringt mich direkt dahin. Nice, sowas finde ich immer gut. Und überspringen wir. Was mit den anderen? Hey, ich habe doch noch hier. Ah, egal. Nochmal zurück. Da war alles abgeschlossen, ne? Ja, genau. Dann geht's jetzt los. Alle bereit. Eine sehr lange Zunge. Du ein. Schalte und dreifache Geschwindigkeit. Panischer muss ich nach hinten packen. Der hinten muss weg. Der muss weg. So. Hm.
7 Feinde. Also 2 Villen. Da ist ja Iron Man. Da war Iron Man. Und da ist wieder Iron Man. Alle leben. Nice, nice, nice. Komme ich da jetzt noch in Heiler? Rocket. Oh, der hält hier gar nichts aus. Black Widow. Achso, waren ja nur 3. Hier nach muss ich mal gucken. Muss mal gleich gucken. Wo. Nicht wo, was als nächstes ist. Die 3 Sieger haben wir ja jetzt schon. Das ist ja jetzt gerade 40, den ich mir hole. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Dann täglich ich sogar 2 schon fertig. Herausforderung. Weiter, weiter. Automatisch Siege, konnte ich mir denken, dass das kommt. Das habe ich auch gleich von 3 gemacht, weil das stand von mir, ich soll mit automatisch Siege kämpfen. Gut. Schließe 10 Kampagnenmissionen ab. Also noch 3. Ne, noch 7. 3. Genau, 7 noch. Also sprich eine ganze Kampagne. Eine Kampagne besteht hier aus 10 Missionen.
Schön. Meine Quest bei Plustek ist fertig. Aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Weil ich mache ja jetzt die Tagesqueste von Marvel, von Strikes Force. Oh, ich habe einen neuen Kämpfer bei mir. Von Schild, die eine Frau. Wie heißt die? Steht auch nicht da, wie sie heißt. Ah, da ist schon Schildagenten. Naja. Also die Schildagenten. Oh, Luke ist tot. Dann werde ich jetzt erstmal woanders weitermachen. Also nicht die Mission, weil ich denke mal, ich muss meine erst aufleveln. Abbrechen. Da haben wir das noch mitnehmen, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ach, da ist die Agentin. Jetzt bist du ein fester Bestandteil von meiner Armee. Also heißt noch Schildagenten. Oh ja, Wolverine. Gut. Liste. Dann will ich mal bei der anfangen, die habe ich gerade alles aufgelevelt. Der nächste C habe ich auch fertig gemacht. Der Punisher. Auch fertig. Luke. Luke, die Woche und ich. Ausrüsten. Spider-Man.
Punisher. Ah ne, Punisher war schon. Crossbones. Marvel. Jo, dann haben wir die soweit fertig. Zwei Erfolge haben wir noch. Was haben wir jetzt noch geschenkt? Oh. Da ist Groot. Gut, gut, gut. Okay. Neun von zehn, also eine muss ich noch. Komisch. Obwohl ich ja eigentlich. Ich muss auch die noch mal kämpfen, weil ich möchte da drei Sterne gerne haben. Also, wer steht vorne in der ersten Reihe? Punisher. Dahinter steht die Heilerin. Dahinter steht die Heilerin. Und da steht zwischen den beiden. Also Deadpool ist das schlechteste, dann würde ich den wahrscheinlich nicht nehmen. Nee. So. Deadpool, du darfst dich ausruhen. Obwohl Deadpool einer meiner Lieblingscharaktere ist bei Marvel. Schildagentin nebeneinander. Also habe ich jetzt so drei Heilerinnen. Wir haben es geschafft mit allen fünf. Okay, dann kommt jetzt die nächste. Die nächste Mission. Müsst ihr eigentlich alle davon fertig haben. Zack.
dritte Phase abgeschlossen. Gut, gut, gut. Neue Stufe, Stufe 1. Und Tagesquest abgeschlossen. Schurken Kampagnen fortsetzen. Oh. Ich muss erst Kampagne 2 abschließen. Na gut, sind hier nur noch 4 Stück. 3 Stück. 4. 3. Star-Lord. Der selbsternannte Star-Lord. Da ist gut und wartet. Jawohl. Und weiter geht's. Noch 2. Klick, klick, klick. Und da sind wir. Man immer das automatisch einschalten. Warum geht das nicht von alleine an? Ich glaube, bei WoW hatte ich auch mal einen Charakter, den habe ich Redskin genannt. Das war was war das für einer? Ich überlege gerade, was für ein Charakter war das? Das sind Druide bei den Dunkelelfen, glaube ich. Da ich einen gemacht mit einer roten Haut. Oder nee? Ich weiß es auch nicht mehr. Oder war das ein Taure? Nicht Taure, ein Ork gewesen. Ich glaube, das war ein Ork gewesen. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Mein Account ist auch schon abgelaufen. Ah, der hat mich gekillt von mir. Nobu. Nur 2 Sterne. Ich muss meine Leute wieder verbessern. So, Kampagne weg.
Ich habe doch die Hängkampagne 2 abgeschlossen. Bin ich schon bei Hängkampagne 3? Man muss sie auch mit 3 Sternen abschließen. Dann müssen wir mal kurz gucken. Das mal herausholen, annehmen. Okay. Zweitschlechteste. Gut. Punisher. Der zweitstärkste. Ja. Dann Punisher. Hau mal rauf hier. Und Luke. Passt das Spider-Man in der Gruppe nicht rein. Der fällt da so auf. Wieder andere. Überspringen wir mit Automatik-Sieg. Ja, sicher, Herausforderung nehmen. Neue Stufe. Juhu. Vorrat auffüllen. 3-mal. Oh, Tor. Spider-Man. Schulzedat. Kann ich mir von denen gar keinen kaufen. Dann das hier. Und das hier. Das ist für Spider-Man. Den kann keiner gebrauchen. Ach, muss noch eine kaufen. Kann das einer gebrauchen? Punisher? Das? Schildagentin? Kann keiner gebrauchen. Das ist ein bisschen teuer. Ich hoffe, dass ich glaube, der Punisher, doch da stand einer, ist Besitz. 15 davon. Ne? Gut, gut, gut. Stufe 13. Noch ein Ziel abschließen. Und um 5 Stunden kommt die nächste. Jawohl. Und jetzt wird dann noch stärker werden.
Und der Punisher wird auch noch stärker. Das ist auch schon bei fast 250. Oder ist jetzt schon bei 255. Oh, ich habe was für dich, Elektra. Eine Ampulle und ein Ring. Oh, ein Ring. Ah, habe ich auf Suchen gedrückt. Darauf. Boah, war das teuer gewesen jetzt. Das war's. Warum ist Deadpool immer noch so schwach? Stufe 13. Alle 13, jawohl. Und das Schwächste ist zurzeit noch Deadpool. Crossbones. Ah, die sind sogar nach der Stärke sortiert, sehe ich gerade. Ja. Was kriege ich denn da jetzt schon? Neuer Held? Nein. Und noch drei Erfolge. Kriege ich jetzt Heil? Immer noch nicht. Ach Mensch. Meilenstein? Das ist auch nichts. Events? Events mache ich jetzt gerade nicht. Nein. Können wir ja gleich probieren. Warum kann ich die Schurken noch nicht machen? Schweinerei. Ich denke, ich muss die erste Mission von 3 spielen. Wir packen mal wieder alle weg, obwohl ich weiß, dass Deadpool der schlechteste ist. 291. Der Heal. Andere hier. Okay. So sieht meine Aufstellung aus. Aber jetzt werde ich gewinnen, ohne einen Verlust. Hoffe ich. Ich gehe mal von aus. Guck mal, wie stark meine jetzt sind. Die sind sozusagen jetzt Level 13. Oh, ein Priest. Da ist er wieder. Ich glaube, der war auch hier von Dingens. Ich kann den jetzt gerade auch nicht zuordnen. Von Daredevil. Weiß ich da eine alte Mann? Von Daredevil. Aber ist glaube ich ein guter normalerweise. Aber wie gesagt, ich kann den gerade auch nicht richtig zuordnen.
Kampagne 3. Wir haben es geschafft. Überspringen. Und weiter. Nebenbei wird noch was runtergeladen. Hey, hey, hey. Wie groß wird denn das Spiel noch? Yes, nice. Warum immer noch nicht? Schließe Heldenkampagne 2 ab. 3 Schurkencharaktere. Kehre benötigt. Ach so. Ich brauche 3 Schurken. Und wie komme ich hier an Schurken? Bitteschön. Damit. Heilerin. Wie kommt man an Schurken? Überspringen. Oh, Internet weg. Überspringen. Bleiben wir bei der Aufstellung. Also, gegen den ich ja hier eigentlich kämpfe, der ist ja eigentlich ein Schurke, den habe ich allerdings schon. Und Elektra ist ja, ich weiß jetzt nicht. Er war ein Schurke. Elektra ist ja normalerweise auch ein Schurke. Oh, für Stufe 20, also nichts für mich. Miss Marvel. Sieht aber doof aus. Herausforderung, aber beide fertig. Jetzt ist Storm da. Meilenstein.
brauche drei Bösewichte. Kann ich nicht machen. Den könnte ich machen. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Kann ich nicht machen. Den könnte ich machen, aber es sind Helden. Ich brauche Schurken. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Das sind gute, kann ich sowieso nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Also, ich stelle mir hier eine Tagesquest, dass ich drei Schurken brauche. Aber die geben mir keine drei Schurken. Schließe Endkampagne 2 ab. Drei Schurken benötigt. Ah, doch, die beiden sind. Wie schon sagt, Elektriker ist ja auch eigentlich ein Schurke. Aber ein Schurke fehlt mir. Jetzt weiß ich auch, warum ich die beiden hier benutzen kann, weil hier darf ich bestimmt nur mit Helden kämpfen und hier nur mit Schurken. Ja. Ne. Ne. Auch scheiße. Da muss ich das mal ein bisschen anders probieren. Ich gehe hier einfach. Ja. Müsste so lange jetzt weiterkämpfen, bis ich einen Schurken habe. Ist ja auch doof. So, Schweinerei. Davon war ich mir bei Elektra ja nicht ganz so sicher, ob sie eine Schurke ist oder gute. Weil es gibt ja auch ein paar Teile, da kämpfst du ja zusammen mit Deadpool. Mit Deadpool, mit Daredevil. Warum verwechsel ich die beiden Namen immer? Apropos Daredevil, ist jetzt mein Gegner. Und Daredevil ist ja eigentlich ein guter. Black Panther abgeschlossen, alle überlebt, 3 Sterne. Also ich musste gar nicht mehr besiegen. Teilweise muss ich nur auf die Dingens warten. Ja. Aber der Spider-Man ist auch böse, der Schwarze. Venom. Ah, Venom war ja nicht direkt Spider-Man, das war ja... Ja doch, war auch der Schwarze.
war ja einmal kurz bei mir, dann ging er zum anderen Kram. Zum anderen Menschen. Ha, egal. Das Marvel-Universum ist groß. Ich kämpfe jetzt so lange weiter, bis ich wieder nur 2 Sterne mache. Und hoffe dadurch, dass ich vielleicht einen Charakter kriege. Oder diese Puzzleteile da für einen Charakter. Einen bösen Charakter. Aber ich glaube, hier kriege ich sowieso nur gute Helden. Ich glaube, ich muss mich langsam fertig machen. Ich muss mich gleich zum Arzt. Oh, draußen scheiß Wetter, Regen. Eklig. Ich habe doch keine Zeit. Nein, gleich ist Spider-Man down. Okay, doch nicht. Ah, gleich ist er doch wieder down. Luke hält ein bisschen mehr aus wie Spider-Man. Naja, schaut euch auch mal Spider-Man und dann Luke. Oh, da ist aber auch ein Held. Ich denke, zumindest ist ein Held. Das ist auch da von Iron Man oder nicht? Oh, Loop is down. Ultron. Ah, das ist jetzt ein richtiger Ultron. Niederlage.
Und down ist er auch. Niederlage. Ein Meilenstein. Okay, haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir unsere Charaktere auflisten. Aufleveln. Ach, geht ja gar nicht. 13 ist noch das höchste, was ich kann. Also es hängt immer an meinem Charakterlevel ab. Mein Charakterlevel ist 13, also kann ich meine Heldin auch nicht höher als 13. Aber ich kann mal gucken, wo es vielleicht... Okay, Loop-Fragmente brauche ich nicht. Aber ist der hier ein Böser? Handzauberin. Handzauberin. Der ist auf jeden Fall böse. Geh mal hier auf Autoheld rein. Ah, krieg ich nicht. Neue Stufe. Okay, jetzt bin ich schon auf 14. Ich habe zwei Pool-Ei. Nochmal 4 mal dazu. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe keine mehr. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jawohl, ich habe den nächsten Bösewicht. Hawkeyes Wisp. Warte, wo ist der Bösewicht? Da. So. Jetzt haben wir den nächsten Bösewicht. Der muss erstmal trainiert werden bis auf Level 15. Okay. Fähigkeit upgrade. Das habe ich bei den anderen auch noch nicht gemacht. Ah, jetzt. Also auf Level 15 kann man auch die Fähigkeiten upgraden. Scheint so. Da. Das geht bei denen jetzt auch. Mein erster Charakter ist noch Klasse 1. Oh. Ich
Ich glaube, das war der letzte mit der Fähigkeit aufleveln. Ja. Ja, dann alle 15. Scheint so. Perfekt. Erfolg. Und wann kriege ich jetzt den Hulk? Wie viel braucht man für Hulk? Da ist er. 180. Alter Falter. Hat mich schon gewundert. Die ganze Zeit kriege ich hier Punkte für Hulk. Und ich kann ihn einfach nicht beschwören. Naja, egal. Das hat hier geleuchtet. Das sollte ich machen. Teamkampf, Kampf. Einfach mal auf Kampf drücken. Passt schon. Mein Team wechseln. Also, das ist das Stärkste. Immer noch. Danach kommt die Heilerin. Dann das. Das. Jo, hat sich eigentlich nichts geändert. Kampf. Eine Stunde hier dran. Und down. Jawohl. Der nächste Down. Und der nächste. Ja. Ich wollte die Tagesquest machen, nicht das hier, Mensch. Warum mache ich denn das jetzt weiter? Ist doch ätzend. Ich kann ja jetzt die Schurkenkampagne machen. Hab ja drei Schurken. Ich hoffe, drei Schurken reichen auch. Also es steht zwar drei Schurken brauchen, aber ich meinte mit reicht von wegen, dass die Gegner nicht so stark sind. Aber ich habe hier fast 100%. Noch ein Sieg fehlt mir. Ein Sieg hole ich mir noch.
Nahkampf. Und Automatik. Und es ist da. Ah, doch, das sieht gut für mich aus. Boah, war die Schlange gerade lang wieder lang. Ach, das habe ich gerade erst gesehen. Geht raus und kommt hier wieder neu raus. Ja, und wieder alle fünf überlebt. Weiter. Ja, aber nicht jetzt. Belohnung kassieren. Nehmen. Nehmen. Und jetzt gehen wir zu den Schurken. Hm? Ach, das kommt neu dazu. Überspringen. Das sind meine drei Schurken. Schauen wir mal, wie stark der Gegner ist. Ja, das ist schon ein bisschen. Aber es geht noch. Zwei Männer, eine Frau und die Frau muss vorne stehen. Ich kann ja gleich mal beim letzten Kampf, ich muss ja drei Kämpfe machen. Schauen, wer der Stärkste ist, dann den nach vorne stellen. Ah, erster Tank. Okay. Und erste tot. Ach ne, er ist überlebt. Ich dachte, er wird sterben. Und eine Kampagne muss ja noch kämpfen. Oder eine Mission. Da will ich jetzt mal. Oh, Level 8. Ich bin Level 16. Und da werde ich jetzt mal überspringen. Die wegpacken, den stärksten nach vorne. Ach, das ist sie. Gut. Dann bleibt es halt so. Oh, das schaffe ich nicht. Erste Phase. Zweite Phase. Dritte Phase. Also ich brauche auf jeden Fall noch mal Bösewichter mit drei gewonnen.
Aber nur mit 2 Sternen. Nee, Niederlage. Scheiße. Ach ja. Puncher. Ich glaube, genug muss ich noch. Gut, Erfolg nehmen, zack. Und hier haben wir zwei Sachen, die wir nehmen können. Hier können wir eine Sache nehmen. Oh, ich sehe mal, täglich ist auch fertig. Aber jetzt nehmen wir erstmal das alles hier. Und alles fertig. Nice, nice, nice. Hier habe ich 2 neue Kampagnen gekriegt. Okay. Übersicht, was ist das? Okay. Kein Problem. Auf jeden Fall, meine Tagesziele sind erreicht. Ich habe für heute fertig. Eigentlich Tagesziele noch nicht erreicht, oder doch? Tagesziele erreicht. In 5 Stunden kommen die nächsten Tagesziele. Hier haben wir noch mal schnell. Wenn ich mit dem Spiel geht gar nicht gut. Und das war auch nichts für mich. Die Übersicht. Das neue dazugekommen. Meisterklasse. Aber ich brauche 28. Level 28 oder Stufe 28. Gut, gut, gut. Da brauche ich gar nicht antreten. Stufe 20 sind meine noch nicht. Und hier Stufe 15. Kann man noch einen Kampf machen. Zum krönenden Abschluss. Der ist der stärkste. Heiler. Heiler und die beiden. Müsste ich ja jetzt eigentlich schaffen, weil ich bin ja schon über Level 15. Überspringen und Angriff. Der Devil natürlich wieder auf unserer Seite. Luke ist schon tot. Noch 2 Feinde. Boah. Aber gerade noch sieht nur geschafft. Aber ist ja nicht schlimm.
steht immer noch da. Level 15. What the fuck? Hab ich doch gerade geschafft. Warum steht es noch da? Cyclop. Ne, das sind andere. Das war es, die nächste Runde, die ist auch ab Level 15. Und Luke ist weg. Vom Gegner ist auch schon einer weg. Oh, das sieht schlecht für mich aus, ganz schlecht. Noch einer von uns weg, noch einer weg. Heiler weg. Ja. Ist der. Gut, das war's dann für heute. Habe ich hier noch was vergessen? Nö, das war's für heute. Da komme ich ja nicht weiter. Gut, wir verlassen das Ganze hier. Bestätigen. Ich muss los. Ich muss los. Scheiße. Okay, dann schnell. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.